Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel. Ihr kennt mich als Herrn der Spiele. Und es ist zurzeit die Zeit der Kartenspiele, der Deck-Construction, Deckbau- oder Hand-Management-Spiele. Und eines wurde auch häufiger gespielt bei uns in letzter Zeit, nämlich Unfinished Business, das ich euch heute vorstellen möchte. Ich werde euch zuerst einmal das Spiel in seinen Grundzügen vorstellen, damit ihr ein Gefühl für den Flow des Spiels bekommt. Und dann sehen wir uns am Ende wieder, wenn ich das Ganze bewerte, wenn ich euch sage, wie es mir gefallen hat. Und zwar, wie ihr es von mir kennt, anhand meiner kriteriengeleiteten Bewertung. Also bleibt dran, es geht sofort los. Ihr seht aufgebaut das Spiel für drei Spieler. Ich bin da eigentlich schon durch, zeige euch aber jetzt noch mal kurz die Materialien, sage ein paar Worte zum Spielaufbau und dann zeige ich euch, wie das Ganze läuft. Jeder der drei Spieler bekommt so einen zufälligen Save. Dann werden die Property-Karten, das sind die Eigentumskarten, die werden schön gemischt, in die Mitte platziert. Die obersten drei werden gezogen, hier offen ausgelegt. Das ist ab jetzt unser Black Market, also der Schwarzmarkt. Danach bekommt jeder Spieler, auch das habe ich hier schon gemacht, seht ihr hier, vier von den Eigenschaftskarten und die bleiben natürlich verdeckt auf der Hand. Sechs Karten werden dann ein letztes Mal hier reingeschmissen in die Bank und eine Karte ins Wettbüro. Dann haben wir noch eine zweite Art von Karten, das sind Eventkarten, da gibt es zwei verschiedene. Es gibt Event-Aktionskarten und Event-Blitzkarten, die werden separat voneinander gemischt, jeweils sieben werden gezogen. Der Schlüssel wird übrigens vorher raussortiert und dann werden diese insgesamt 15 Karten schön gemischt und zusammen in diesen Nachzugstapel gemischt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr nur die Property- und Eigentumskarten, sondern wir haben Aktionskarten, Eventkarten da drin. Vielleicht ziehe ich gleich eine bei meinen Beispielrunden, dann kann ich euch das Ganze erklären. So viel zum Spielaufbau. Es wird dann ein zufälliger Start-Don ausgewählt oder wie auch immer ihr das machen wollt. Und dann gucken wir uns das Ganze hier dem Überblick bzw. dem Überblick des Spielablaufs entsprechend an. Ich zeige euch hierzu einfach mal vom Start-Don die Kartenhand. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe natürlich die Karten gesleeved. Das ist ein Handmanagement-Spiel, da wird sehr, sehr viel gemischt. Ich will euch auf jeden Fall mal die fünf verschiedenen Aktionsmöglichkeiten zeigen. Aber Achtung, es gibt immer eine Phase 1 und zwar genau dann, wenn man keine Handkarte mehr hat. Ich habe natürlich vier Handkarten, also darf ich nicht aufziehen. Die erste Aktionsmöglichkeit, ihr seht es hier, die bietet sich tatsächlich direkt an. Ich habe zweimal die gleiche Karte. Die darf ich als Investment vor meinen Tresor legen. Wichtige Sonderregel an der Stelle, wenn vor der Aktion, also dem Investment, keine Karte vor dem Safe lag, dann gibt es einen Startbonus, dann darf ich eine meiner Handkarten nehmen und sie unter den Safe legen. Ich mache das jetzt mal so, dass man das schön sieht. Und unter dem Safe will ich meine Karten eigentlich haben, denn da sind sie safe. Dann ziehe ich auf vier Handkarten auf und guck mal da, super, da habe ich schon mal was Interessantes gezogen, nämlich eine Aktionskarte, seht ihr hier am A und das ist der Schlüssel, den wollt ihr auf jeden Fall am Ende des Spiels auf der Hand haben, denn das gibt kräftig Siegpunkte durch die Bank. Das ist übrigens ein Diamant, der höchste Joker im Spiel, Gold und Diamanten sind Joker, die kann man für alles spielen, allerdings nur einmal pro Investment zum Beispiel. So, dann würde das Spiel weitergehen hier an den links neben mir sitzenden Spieler. Der würde jetzt natürlich auch checken, ob er Handkarten hat. Und dann gucken wir doch einfach mal, was er hat. Er darf nämlich nicht aufziehen. Und ein Investment, das seht ihr schon mal, das ist an der Stelle nicht möglich. Was ich aber auf jeden Fall sehe, ist, dass er hier einmal die Pferdekarte hat, die die oberste Karte auf dem Schwarzmarkt ist. Und dann darf man sich die Karte vom Schwarzmarkt nehmen, das habe ich jetzt gemacht, und darf das genau wie eben der Investment Don einfach hier vorne auslegen. Und auch hier gilt diese Regel mit dem mit dem Startbonus. Ich darf nämlich eine Karte von meiner Hand, wenn vor der Aktion Schwarzmarkt keine Karten vor meinem Safe auslagen, nehmen und unter meinen Safe legen. Tolle Sache. Und ihr seht, er zieht schon auf. Und auch hier haben wir eine Aktionskarte gezogen. Diese Aktionskarte kann er spielen anstelle einer normalen Karte. Ja, das ist hier die Nummer 4. Da seht ihr diesen Einbruch. Wähle einen anderen Don, verschiebe die obersten zwei Karten in seinem Safe unter deinen Safe. Also wenn er wieder an die Reihe kommt, könnte er das machen. So, ich habe schon weitergezogen. Hier seht ihr schon mal, kündigt sich der Blitz als ein Event an. Das wird gespielt und danach würde er noch eine ziehen. Jeder Don wirft die obersten zwei Karten in seinem Safe ab.
So, also, die obersten zwei Karten, das ist natürlich richtig doof. Das heißt, hier der rote Spieler und er selbst, kann er natürlich nicht wissen, muss die abwerfen, gibt nämlich eine Razzia. Danach kommt die Eventkarte raus und er zieht eine weitere Karte. Das wäre dann seine Kartenhand. Ich lege es tatsächlich jetzt einfach mal hier offen hin, dann sehen wir es ein bisschen besser. So, also Investment Schwarzmarkt, Aktion habe ich euch gezeigt. Ich gucke jetzt mal, vielleicht haben wir ja das große Glück. Oh ja, wir haben tatsächlich Glück. Ich kann euch nämlich doch mal einen Angriff zeigen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel kein Investment spielen und ich kann auch keinen Schwarzmarkt bedienen. Aber guck mal, der hat auch so eine Pferdekarte. Und hier hatte ja der grüne Spieler eben als Schwarzmarktaktion zwei Pferdekarten dahingelegt. Eine von der Hand, eine vom Schwarzmarkt. Jetzt kann ich diesen Don angreifen, indem ich als gelber Spieler auch ein Pferd dahinlege. So, der Don darf sich natürlich verteidigen und zwar mit einer entsprechenden Pferdekarte, die er nicht hat. Hätte er jetzt einen Diamanten, das habt ihr beim roten Spieler gesehen, oder ein Gold, könnte er diesen als Joker verwenden und würde dann das Pferd schlagen. Das geht jetzt so lange weiter, bis einer der Dons nicht mehr kann oder will. Dann nimmt sich der siegreiche Don alle Karten, also die angegriffenen plus die Karten, die während des Angriffs verwendet wurden, und legt sie alle vor sein Safe. Dann darf er sogar noch eine der Karten aus diesem Angriff unter seinen Safe tun. Das ist sozusagen ein Bonus. Und im Anschluss ziehen die beiden Spieler ihre Karten wieder auf. Der Verlierer fängt an, dann der Angreifer. So, die letzte Aktion, die ich euch noch zeigen könnte. Er wäre natürlich fertig, hat auch aufgezogen, wäre die Planung. Bei der Planung darf man eine Karte ziehen, muss dann eine abwerfen. Also eine vom Drawpile ziehen, dann eine abwerfen. Aktionskarten kommen raus. Und Property-Karten kommen auf den Schwarzmarkt. Da seht ihr, so füllt sich der Schwarzmarkt. Wir spielen jetzt genau so lange, bis einer der Dons, beziehungsweise erstmal, bis keine Karten mehr im Nachziehstapel sind. Also der wird immer durchgespielt. Und wenn einer der Dons keine Handkarten mehr hat, dann endet das Spiel. Alle anderen Dons werfen ihre Karten ab. Die zählen nichts mehr. Dann wird gerechnet. Und zwar ist dann auf jeden Fall der Schlüssel schon mal was wert, ne? Weil der den Schlüssel hat, der würde dann die Bank gewinnen. In unserem Fall ist das hier der rote Spieler. Alle Karten, die vor dem Safe liegen, unterm Safe liegen, die werden zusammengezählt. Außerdem gucken wir dann auch nochmal hier ins Wettbüro. Ihr seht zum Beispiel, die Gewehre werden hier multipliziert, also in dem Fall doppelt gewertet, weil wir hier einmal so eine Gewehrkarte drin haben. Und der Don, der dann das meiste Geld hat, der hat gewonnen. Okay, an der Stelle sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch geholfen zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Wir haben es bislang leider nur mit 3 Spielern spielen können. Das sei vielleicht vor der Bewertung mal gesagt. Ich habe mir sagen lassen, habe gelesen, dass das Spiel ab 5 Spielern noch deutlich besser zündet. Es ist ja ein Spiel von 3 bis 6 Spielern. Aber jetzt wollen wir keine weitere Zeit verlieren. Ich sag euch, was mir wie gut gefallen hat. Das heißt, ich gebe einmal meinen 10 Kriterien eine Note, also von 1 bis 10. 10 ist am besten und danach wird das Ganze gewichtet und dann kommen wir auf einen Gesamtscore und am Ende seht ihr, was ich bei BGG eintragen werde. Wir fangen an mit Thema und Artwork. Das muss ich wirklich sagen, gefällt mir ziemlich gut. Ja, also dieses Setting, dieses Mafia, der Pate-Setting. Hier seht ihr mal exemplarisch so ein paar Karten. Ich finde es richtig gut, ja. Teilweise fehlt mir ein bisschen das Leben auf den Karten. Also ich mag es ja tatsächlich fotorealistisch oder ich mag so ein Grimdark Fantasy. Aber mir gefällt das richtig gut und deshalb würde ich sagen, 8 von 10 Punkten. Genau. Und der Preis, das ist mein zweites Kriterium, das kennt ihr ja von mir. Es sind 25 Euro, die das Ganze hier kostet. Die Anzahl der Karten, gucke ich nochmal gerade, wie viele es sind, 120 Property-Karten. Ja, es ist natürlich nicht billig. Ja, man muss dazu auch sagen, dass das Spiel nicht in Asien produziert worden ist. Meines Wissens ist es in Europa, ich glaube sogar in Deutschland produziert worden. Ich finde auch diese Verpackung der Karten, fand ich richtig gut, dass das also nicht eingeschweißt ist, sondern mit so einer Banderole verpackt ist. 25 Euro sind natürlich trotzdem, ja, kann man nicht sagen, dass es nichts ist. Deshalb würde ich da auch bei 8 Punkten bleiben. Die Qualität der Karten, da zeige ich euch auch mal gerade was. Und das sind hier die Karten und ich finde, sie sind okay, ja, aber
es ist jetzt auch nicht das Beste, was ich an Karten in der Hand hatte. Sie fühlen sich teilweise etwas dünn an, wenn ich das jetzt mit einer anderen Karte hier zum Beispiel mit dieser vergleiche. Also die ist deutlich dicker. Also das muss man wirklich sagen, dass die Karte etwas dünner ist. Ich würde trotzdem sagen, ich gebe 7 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zur Komplexität, also eigentlich dem Herzstück des Ganzen. Und da habe ich das Ganze wirklich erst nach 2, 3 Partien so richtig durchdrungen. Am Anfang habe ich mir gedacht, naja, ich lege halt einfach jede Karte, die ich habe. Also das heißt, ich spiele meine Investments, ich versuche den Black Market zu bedienen und vor allem greife ich am laufenden Band an. Das ist aber dann am Ende tatsächlich nicht so. Ihr wollt tatsächlich nicht immer euer Pulver ganz verschießen. Ist natürlich sehr thematisch als Don. Ihr wollt immer so ein Ass im Ärmel haben. Also das heißt, es gibt Situationen, wo ihr Karten auf der Hand haltet, obwohl ihr etwas Besseres damit machen könntet. Vor allem natürlich Joker. Aber gerade gegen Ende des Spiels, ja, also wenn wir sagen, wenn wir mal 2/3 des Stapels runtergespielt haben, macht das durchaus Sinn. Gerade wenn man ja mitgezählt hat, also das wäre natürlich richtig gut, wenn man mitzählt. Wenn man weiß, diese Karten, das steht ja auch hier in der Anleitung, wie viel die drin sind, zum Beispiel 12-mal ist dieses Pferd drin. Und ihr habt es eben gesehen, der gelbe Spieler hat den grünen Spieler angegriffen. Und am Ende des Spiels weiß er halt, dass vielleicht nur noch 1, 2 Pferde nicht in irgendwelchen Safes sind, nicht vor irgendwelchen Safes liegen. Und dann kann man durchaus mal pokern und eine Karte spielen, ansonsten hebt man sie vielleicht auf. Also ich finde das am Ende einen richtig klugen Mechanismus. Also es sind ja so diese 3 Kernaktionen, Investment, Schwarzmarkt und eben der Angriff. Und die sind wirklich auf eine, wie ich finde, sehr elegante Art und Weise miteinander verzahnt und lassen uns Spielern taktischen Spielraum. Und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt für mich. Das Spiel spielt uns nicht, sondern man merkt ganz klar als Spieler, dass man Einfluss auf das Spiel hat. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig und gut. Deshalb würde ich 9 von 10 Punkten geben. Das Regelheft, Buch, es ist ja gar kein Regelbuch, ich habe es jetzt schon 2, 3 Mal hochgehalten, es ist so ein Leaflet, also so ein Faltblatt und das hat wirklich eigentlich alle meine Fragen beantwortet. An einer einzigen Stelle habe ich tatsächlich mal nachgefragt, liegt vielleicht an mir, weil ich nicht alles gelesen habe. Ich fand die Eventkarten, ihr habt es eben mit dem Blitz gestehen, die habe ich erstmal nicht gefunden, die standen an einer Stelle, wo ich sie nicht erwartet habe. Jetzt bin ich mal böse und streng, ziehe dafür einen Punkt ab. Ansonsten finde ich es aber richtig gut. Also landen wir auch da bei 9 von 10 Punkten. Und der Glücksfaktor, es ist ein Handmanagement-Spiel. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Kartenstapel, von dem wir ziehen. Das heißt, da ist Glück im Spiel. Auf gar keine, also das, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wir können das Glück antizipieren. Das heißt, wir können durchaus in gewisser Art und Weise vorhersagen, was passiert. Wenn ich zum Beispiel 3 Pferdekarten auf der Hand habe und ich greife ein Set mit Pferden an, dann weiß ich, dass ich diesem Duell, diesem Hin und Her, dem Verteidigen und Angreifen eine Zeit lang standhalten kann, dass ich eine Zeit lang mitspielen kann. Also ja, es ist ein Glücksfaktor, vor allem die Aktionskarten, die bringen nochmal ein Glückselement drin. Aber eins, was mir richtig gut gefällt, ich glaube auch, das Spiel will mit diesem Glückselement leben. Es ist ja kein Deckbauspiel. Ich gebe 8 von 10 Punkten. Die Spielerinteraktion, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, ist einfach extrem hoch. Alles, was ich mache, beeinflusst meine Mitspieler. Ich spiele ja nicht für mich. Ich spiele ja kein Dominion, bei dem ich irgendwie die Kartenauslage leer kaufe und dann meine Karten spiele, sondern ich greife aktiv die Gegenspieler an. Und auch wenn ich nicht angreife, dann plane ich ja vielleicht schon meine Verteidigung. Also hier können wir ganz getrost volle Punktzahl geben, also 10 von 10 Punkten. Downtime ist recht angenehm, wie ich finde. Ihr spielt, ihr habt ja auch nur eine einzige Aktion, dann kommt mein Gegner an die Reihe, dann kommt der Nächste an die Reihe. Natürlich wartet ihr vielleicht mal 3, 4 Minuten, wenn ihr zu 6 spielt. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Aber ihr denkt ja mit, ihr überlegt ja, ihr verteidigt euch ja sogar während der Züge eurer Gegner. Also ich finde die sehr, sehr moderat und angenehm, also 9 von 10 Punkten. Die Spiellänge, ich weiß gar nicht, was Sie angegeben haben. Was haben Sie denn als Spiellänge angegeben? Ich finde es gerade nicht. Warte mal. Es ist auch eigentlich egal. Also so ein Spiel dauert circa 20 Minuten. Die ersten Spiele dauern etwas länger. Da dauert es dann vielleicht mal 30 Minuten. Ich finde, das ist für so ein Handmanagement-Spiel und man kann es ja fast auch als Partyspiel spielen, finde ich doch durchaus angemessen, würde ich 8 von 10 Punkten geben.
Und den Wiederspielwert, den beurteile ich recht ähnlich. Das Spiel läuft definitiv immer wieder anders, gerade in Abhängigkeit mit der Spieler. Ihr habt ja hier einen großen Stapel, in dem eben die Eventkarten drin stecken, die Aktionskarten drin stecken. Ich habe ja jetzt auch nur das Grundspiel beurteilt. Es gibt zwei Erweiterungen. Paperboy heißt die eine. Die habe ich schon mal gespielt. Wie die andere heißt, weiß ich jetzt nicht. Die habe ich noch nicht drin. Ich finde, der Wiederspielwert ist auf jeden Fall da. Das Spiel kann man auf jeden Fall 20, 30 Mal spielen. Das ist ja auch ein netter Absacker. Einziges Problem ist halt, dass ihr drei Spieler haben müsst. Kann ich das jetzt in diesen Faktor Wiederspielwert reinbringen? Ich würde es mal tun. Wir spielen solche Spiele immer sehr gerne am Ende eines Spieleabends und meistens gehen dann halt schon Leute und ganz, ganz häufig sitzt man dann nur zu zweit da. Zu zweit kann man es nicht spielen. Wenn man zu dritt ist, dann macht es auf jeden Fall schon mal Spaß. Ich würde sehr gerne mal zu viert, fünf, sechs spielen. Und wie gesagt, man kann das Spiel etliche Male spielen, bevor es langweilig wird. Und dann gibt es eben die Erweiterung. Wir machen jetzt mal 8 Punkte daraus. So, und das war an der Stelle schon meine Bewertung. Aber es gibt eben einige der Faktoren, die sind mir wichtiger als andere. Und deshalb gewichten wir das Ganze jetzt. Thema Artwork lassen wir, wie es ist. Preis und Qualität lassen wir auch, wie es ist. Komplexität ist mir immer sehr wichtig. Die Komplexität ist ja die Spielmechanik an der Stelle. Und ich finde es halt schon sehr, sehr genial, da zu tüfteln, zu überlegen, zu blöffen. Ich kann jetzt an der Stelle gar nichts spielen. Vielleicht mache ich mal sogar nur so eine Planung und so weiter und sammle irgendwelche tollen Karten, weil ich weiß, dass es nur noch 2 oder 3 Diamanten im Spiel geben kann. Also die Komplexität ist einfach sehr, sehr wichtig. Das Rulebook bleibt einfach gewichtet. Der Glücksfaktor, der wird an der Stelle doppelt von mir gewichtet, weil ich habe es ja vorher gesagt, ich möchte nicht, dass ein Spiel mich spielt. Ich möchte Einfluss auf das Spiel haben. So sehen das meine Mitspieler auch. Und deshalb gibt es hier eine doppelte Gewichtung. Die Interaktion, das ist der Kern der Sache. Wenn ich ein konfrontatives Handmanagement-Spiel spiele, dann möchte ich wirklich, also ich möchte hochkonfrontativ spielen. Ich möchte, dass alles, was ich tue, sich auf die Auslagen meiner Mitspieler auswirkt und ich möchte eben auch angegriffen werden. Ich möchte nicht da sitzen und warten. Also das ist der wichtigste Punkt, dreifach gewertet. Und warten möchte ich eben auch nicht groß an der Stelle. Ich habe ja gesagt, die Downtime ist sehr angenehm und es wäre auch absolut tödlich, wenn man hier 10 Minuten wartet, während da einer so seinen Zug plant. Deshalb finde ich es auch richtig gut, dass man eben nur eine einzige Aktionsmöglichkeit hat. Downtime wird also doppelt gewichtet, Spiellänge bleibt an der Stelle einfach und den Wiederspielwert würde ich zweifach wichten. Wenn wir das jetzt alles gewichtet addieren, kommen wir auf 136, das teilen wir durch die Faktoren, also durch die Gesamtfaktoren sind 16 und dann landen wir ganz glatt auf 8,5. Das heißt, 8,5 ist mein Boardgame Geek Rating, das werde ich dann die nächsten Tage eintragen. Das spiegelt wirklich meinen Spaßfaktor mit dem Spiel wider, denn ich bin das Spiel noch nicht überdrüssig geworden oder des Spiels noch nicht überdrüssig geworden. Mir macht es richtig Spaß, vor allem in der richtigen Gruppe. Ich spiele es zum Beispiel gerne mit solchen Leuten wie Hendrik, der ja sehr, sehr aggressiv spielt. Sebastian, auf jeden Fall schön, Volker. Man braucht halt wirklich Leute, und da sind wir eigentlich an der Stelle schon bei meiner Empfehlung, Leute, die aggressiv spielen, die konfrontativ spielen, keine Leute, die irgendwie was für sich aufbauen, keine Leute, die nachtragend sind, keine Leute, die leicht beleidigt sind, also aggressiv konfrontative Spieler, die wirklich sich dann auch mal hämisch über den Tisch auslachen, wenn dann der eigene Plan nicht aufgegangen ist, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel für euch. Weiß ich nicht, also ein Familienspiel würde ich tatsächlich eher nicht sagen, ist dann schon was für, ja, gehässige alte Männer, sage ich jetzt mal, oder Männer und Frauen. Ein Partyspiel schon eher. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Das Spiel bleibt, ich werde es weiterspielen. So ein Absacker kann ich wirklich immer mal gut gebrauchen, da habe ich nämlich nicht so viel davon. Ist auch, ja, leicht mitgenommen, vielleicht nehme ich sogar mal mit irgendwie am Schuljahresende zu den Schülern, wenn man da eine kleine Gruppe hat. Kann ja auch mal passieren, dass man da was zu sechs spielt, muss man nicht immer Kuhhandel spielen. Ja, schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, was euch interessiert, gerne Fragen zum Spiel, vielleicht auch eure Eindrücke. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr mögt, läutet das Glöckchen, dann sehen wir uns wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis bald, Marcel, euer Herr der Spiele.